wie geht's, wie steht's, wollen wir was zusammen unternehmen? Und nicht immer festgenagelt zu werden an die Erkrankung. Und das hat sich geändert seit meiner Metastasierung. Mhm. Also es geht alles immer nur, wenn ich gut aussehe, muss mir es doch gut gehen, weil ich doch so eine schwere Erkrankung habe. Mhm. Und das geht mir auf den Keks, ganz ehrlich. Das verstehe ich. Liebe, so steht's auf kitschigen Wandkalendern, wird größer, wenn man sie teilt. Bei Schmerzen, Wut und Hilflosigkeit ist es genau umgekehrt. Daher gibt es Kurvenkratzer, daher gibt es unseren Podcast Let's Talk About Krebs, Baby. Ein fröhliches Hello, Hello, ihr Lieben da draußen. Es ist wieder Zeit für eine neue Podcast-Folge von Let's Talk About Krebs, Baby. Wie immer ist es wirklich schön, dass du zu uns gefunden hast. In unserer neuen Folge von Let's Talk About Krebs, Baby sprechen wir über das Leben mit Progress, also über ein Leben mit einer Krebserkrankung mit Metastasen. Natürlich habe ich hierfür einen sehr wissenden Gast zum Thema im Gespräch und ich sage, liebe Doris Schmidt, ein herzliches Willkommen in unserem Podcast und wirklich schön, dass du da bist. Hallo. Hallo, danke schön, Martina. Ich freue mich auch, dass ich da bin und auch ein herzliches Hallo an alle draußen. Ja, Doris, es ist mir eine besondere Freude. Wir haben uns ja da und dort in der Vergangenheit schon an verschiedenen Stellen getroffen. Ich hole ganz kurz aus. Du bist eine Brustkrebspatientin, du bist aber auch Brustkrebsexpertin. Das haben wir beide gemeinsam, denn wir sind eben in unterschiedlichen Stellen schon aufeinander getroffen. Das Ziel ist, immer die Sichtweise der Patientinnen mit einzubringen. Und ich kann nur sagen, das, was ich von dir gehört und gesehen habe, du machst es großartig. Aber lass uns da mal von vorne anfangen, bitte. Stell du dich einfach mal kurz vor, du kannst es sicher besser als ich. Ja, mein Name ist ja schon gefallen, Doris Christiane Schmidt. Ich bin von Haus aus Kommunikationstrainerin. Ich habe Pädagogik und Psychologie studiert und habe mich nach meiner Erkrankung entschieden, in dem Bereich Arzt-Patienten-Kommunikation tätig zu werden. Kommunikationstrainings für Patienten, für Brustkrebspatientinnen und für Ärzte zu geben. Habe viele Vorträge gemacht zu dem Thema. Und so haben wir uns ja dann auch irgendwann mal kennengelernt in den verschiedenen Advisory Boards, weil es uns wichtig ist, dass was wir erfahren, dass wir das an andere Patientinnen weitergeben. Und zum anderen bin ich im Vorstand der Stiftung PATH. Das ist eine Brustkrebsbiobank. Wir sammeln Brustkrebsgewebe und Daten für die Forschung, um die Forschung zu unterstützen. Mündigkeit ist ein großes Schlagwort. Das hat dich, glaube ich, in deinem Werdegang auch getrieben, gell? Erzähl mal, deine Geschichte ist dann nachher noch weitergegangen. Was ist dann passiert? Ja, nach 19 Jahren dachte ich, ich bin durch mit Brustkrebs. Ich habe jedes Jahr gefeiert, jedes Jahr Mammographie-Screening, war alles in Ordnung und ich hatte nicht damit gerechnet, dass der Brustkrebs praktisch wieder da ist. Mhm. Denn ganz verschwinden tut ja Brustkrebs nicht. Deswegen ist es so wichtig, dass die Patientinnen, die an Brustkrebs erkranken, einen frühen Brustkrebs haben, daran denken, ihre Tabletten regelmäßig einzunehmen, wenn sie einen antihormonellen Brustkrebs haben. Und bei mir war es so, mich hat es direkt unvorbereitet getroffen. Ich hatte eine ganz schwierige Halswirbelsäulenoperation und danach ging mir es schlecht. Und keiner der Ärzte kam auf die Idee, dass das nicht an der Operation oder postoperative Beschwerden sind, sondern es war in der Tat ein metastasierter Brustkrebs, der sich ankündigte. Ich hatte plötzlich Atemnot. Und dann stellte man fest, Wasser in der Pleura, also in der Lunge. Mhm. Und dann hat man eben festgestellt, dass da bösartige Zellen waren, sowohl in der Lunge und später dann auch in den Knochen. Also es war dann eine Diagnose, die mich wirklich umgehauen hat, weil ja, mit der habe ich dann nicht gerechnet. Ja. Jetzt bist du natürlich eine informierte Patientin und mit dieser ganzen Arbeit, die du in diesen Jahren dazwischen gemacht hast, hast du ja wahrscheinlich auch ganz gut abschätzen können, was bedeutet jetzt eigentlich eine Metastasierung bei Brustkrebs. Was war denn da die größte Herausforderung für dich selbst?
Das war mein Wissen, dass ich genau wusste, ich kann mir nichts vormachen. Ich weiß, was metastasiertes Mammakarzinom, wie die Fachsprache heißt, also metastasierter Brustkrebs, was das bedeutet, dass man es bis heute diese Erkrankung nicht mehr heilen kann. Mhm. Aber ich wusste auch, dass inzwischen sehr viel geforscht wird, gerade an der fortgeschrittenen Brustkrebserkrankung. Ja. Und deswegen wusste ich, dass es sehr gute Medikamente gibt mit viel besseren, wie man es in der Fachsprache sagt, progressionsfreiem Überleben. Also, dass das weiter fortschreitende Erkrankung aufgehalten werden kann über lange Zeit. Das hat mir geholfen, nun nicht in Panik zu verfallen, denn wenn ich an 20, 30, 40 Jahre zurückdenke, da war eine metastasierte Brustkrebserkrankung nicht so einfach zu behandeln, wie sie heute doch viel, viel besser zu behandeln ist. Ja. Und das hat mir geholfen, aber ich wusste eben, bis heute, aber vielleicht morgen wird sie heilbar sein, aber bis heute ist die metastasierte Erkrankung nicht heilbar. Ja. Wie war denn die Zeit nach der Diagnose? Also wir bleiben jetzt einmal bei der Metastasierung, weil über frühen Brustkrebs, also mit dir, du bist einfach ein Wissende in der Metastasierung, deswegen würde ich dich gerne einfach über dieses Setting mehr fragen in unserem Gespräch. Ja. Was war der Unterschied? Also weil du kennst ja beide Settings bei der Diagnose, was war der Unterschied in der Metastasierung? Das ist eine ganz schwierige Frage, Martina, weil es trifft dich, du musst dir vorstellen, es sind 19 Jahre, ich war damals gerade mal 50 und ich war voll berufstätig, ich hatte mich selbstständig gemacht, hatte Riesenpläne vor mir und da hat mich das auch wirklich ziemlich hart getroffen. Es hat mich, wenn ich dran denke, vor 3 Jahren oder vor fast vier Jahren ist es jetzt her, hat mich das anders getroffen, die metastasierte Erkrankung, weil ich wirklich mich auskannte. Ich hatte mich mit dem Thema Brustkrebs über viele Jahre auseinandergesetzt und war, wie du vorhin sagtest, auch wissende Patientin. Hm. Insofern war ich nicht so schockiert, wie bei der Erstdiagnose, eigenartigerweise. Mhm. Denn beim zweiten Mal war es einfach, ja gut, ich wusste, ein Drittel der Patientinnen, die an frühem Brustkrebs erkranken, sind gefährdet, wieder zu erkranken. Und nun hat es mich halt erwischt, so habe ich es ungefähr gesehen. Mhm. Was bedeutet Progress für einen selber? Also was löst es für Entscheidungen aus? Ein Progress, was bedeutet ein Progress, ein Fortschreiten der Erkrankung? Dass eben ich nicht mehr sagen kann, ich bin durch die Erkrankung durch. Ich weiß, dass die Erkrankung fortschreitet. Was ich aber nicht weiß, und das ist gut so, wie schnell sie fortschreitet, wann sie fortschreitet, weil wir ja auch gute Medikamente haben. Aber man ist in Hab-Acht-Stellung, stärker als in der frühen Phase. So habe ich es erlebt. Ja. Hat es dann auch deine Art, ans Leben heranzugehen, verändert? Also was machst du anders? Also ich habe schon damals bei der Erstdiagnose, habe ich schon radikal Veränderungen bin ich angegangen. Ich habe damals auch angefangen, ich muss nicht mehr mit allen Menschen irgendwo zurechtkommen. Es gibt einfach Menschen, mit denen muss ich nicht zurechtkommen. Ja. Und jetzt im metastasierten Setting, wie es in der Fachsprache heißt, also in der Metastasierung, bin ich noch viel, viel genauer geworden in puncto, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Und ich werde immer wieder gefragt, wie ich denn das schaffe, trotzdem so positiv und aktiv durchs Leben zu gehen, wo ich doch Metastasen habe. Es gibt kein Geheimrezept. Vielleicht habe ich das auch ein bisschen vererbt bekommen, ich weiß es nicht. Aber dieses Vorangehen und vor allem dieses Handeln im Weitermachen mit Metastasierung, das versuche ich einfach, mir jeden Tag so zu bauen, dass er einigermaßen gut für mich ausschaut. Ja, ja. Lass uns einmal kurz über das Thema Lebensqualität sprechen. Das ist ja auch ein Thema mit den vielen verschiedenen Therapien, die du da so am Laufen hast. Wie wichtig ist Teilnahme an der Therapieentscheidung?
Also eine ganz wichtige Entscheidung, sich in die Therapie mit einzubringen, weil ich habe ja Brustkrebs und nicht der Arzt oder die Ärztin. Insofern ist es wichtig, dass ich auch verstehe, was ich für eine Erkrankung habe. Und wenn ich das nicht verstehe, muss ich entweder meinen Arzt fragen oder meine Ärztin oder ich muss mich informieren im Internet. Wir haben ja jede Menge heute an Informationsmaterial, wo wir uns informieren können. Also die Therapieentscheidung, wenn ich zu einer Therapie Ja sage, dann stehe ich auch dahinter. Und dann nehme ich auch meine Tabletten, die ich eventuell einnehmen muss, regelmäßig. Also ich halte sehr, sehr viel davon, dass man sich als Patientin in die Therapieentscheidung mit einbringt. Aber dazu gehört Verständnis, dass ich weiß, was ich für eine Erkrankung habe. Und Martina, wir beide wissen es ja durch unseren Kontakt zu vielen Patientinnen. Ich erlebe immer wieder, dass viele Patientinnen eben nicht genau Bescheid wissen und sich auch nicht gar nicht einbringen wollen, so unter dem Motto, das weiß mein Arzt und der wird das schon richten. Ja. Und ich glaube, wir sollten da mehr oder aktiver werden, einfach weil dadurch das Verständnis auch für die Therapietreue eine bessere ist. Ja, ich stelle mir das immer so vor, dass ich zu einem Autohändler gehe und dann das Auto nehme, das mir der Verkäufer aufdruckt, weil er wird schon wissen. Wo ich mir denke, wird keiner von uns jemals machen. Genau. Ich fahre das Auto, das mir der Autohändler gibt, er wird schon wissen. Ja. Ich sage auch immer, wenn ich so mit Patientinnen spreche und die sagen, ach nee, das interessiert mich, ich sage, ach, aber wenn sie sich eine Waschmaschine kaufen oder irgendeinen Fernseher, da werden Kataloge gewälzt, da wird x-mal im Internet geguckt, aber wenn es um unsere Gesundheit geht, da interessieren wir uns nicht. Also das ist so eine meiner Hauptaufgaben, dass ich immer wieder darauf hinweise, wie wichtig es ist, sich um die eigene Gesundheit zu kümmern und sich da aktiv einzubringen. Ich meine, bei so einer chronischen Erkrankung ist ja Lebensqualität ein Riesenthema. Du hast das ganz kurz schon angeschnitten. Wie sehr beeinflusst das Therapieentscheidungen? Jetzt seitens aus der Patientinnensicht, würde ich jetzt einmal in erster Linie sagen. Ja, also die Lebensqualität, wenn die sehr leidet unter einer Therapie, dann ist es wirklich schwierig. Und ich erlebe es halt vor allem wenn Patientinnen Tabletten nehmen müssen, dann ist die Gefahr, dass man eventuell dann doch mal die eine oder andere Tablette vergisst, weil es einem nicht gut geht. Mhm. Während wenn man eben die Therapie über Infusion bekommt, dann ist das eine andere Sache. Aber die Lebensqualität ist ganz, ganz entscheidend. Weil es ist ja nicht so, dass das einfach nur auf dem Papier steht, sondern dass, wie ich mich tagtäglich fühle, das entscheidet auch, wie mein Körper auch mit allen Bedingungen umgehen kann. Und ich denke, dass wir viel mehr über das Thema Lebensqualität auch reden müssten, aufklären müssten und uns das bewusst machen müssen. Und vor allem, eines ist wichtig, wir können nicht jeden Tag 100% wunderbare Lebensqualität haben. Es gibt einfach Tage, da geht es uns nicht gut und das muss man auch dann irgendwo akzeptieren und gucken, was kann ich denn da machen, wenn mir es nicht gut geht. Zum Beispiel, dass ich das dann akzeptiere und sage, gut, heute geht mir es nicht gut, dann sage ich eventuell den Termin ab oder das Treffen mit einer Freundin und ich lege mich hin. Und höre auf meinen Körper. Das ist ein Lernprozess, den ich auch gelernt habe. Mehr auf mich zu hören, also achtsam mit mir zu sein, das ist eine große Herausforderung, denn das habe ich von Haus aus nicht mitgegeben bekommen. Ich bin so ein Typ, das wird schon irgendwie klappen, das kriege ich schon irgendwie hin. Mhm. Und diese Achtsamkeit, die habe ich gelernt und die kann ich heute, sagen wir mal zu 50%. Ja, ich kenne das. Also mich treibt auch mein Geist voran und mein Körper sagt dann zwischendrin, nein, danke, das war's jetzt. Also jetzt tun wir wieder mal ein bisschen auf die Bremse treten, weil das wird jetzt sonst zu viel. Man glaubt, man lernt und dann kommt man drauf, nein, eigentlich hat man es nicht gelernt, aber der Körper gibt dann eher ein gutes Signal. Als würde von oben vom Himmel irgendein Signal kommen, bei mir läuten gerade die Kirchenglocken zur Bestätigung. Super.
Du, Progress betrifft ja nicht nur dich. Krebs ist ja eine systemische Erkrankung. Was bedeutet denn aus deiner Sicht der Metastasierung für Familie und Freundeskreis? Ich glaube, die Metastasierung trifft die Familie und den Freundeskreis fast noch mehr. Ich habe meinen Mann an Lungenkrebs leider verloren vor vielen Jahren und ich habe als Angehörige erlebt, wie hilflos man ist und wie viel schwerer das ist. Ich habe ja beides nun erlebt. Ich als Patientin und mein Mann, mein Partner, der innerhalb eines Jahres an Lungenkrebs verstarb. Das ist viele Jahre her. Heute auch kann man Lungenkrebs wesentlich besser behandeln. Und insofern ist das für die Angehörigen sehr, sehr schwer und für die Freunde. Aber auch für uns Patienten. Denn ich erlebe, dass nach einer gewissen Zeit eigentlich der Alltag wieder einkehren sollte oder von uns gefordert wird. So erlebe ich es. Ja. So unter dem Motto, ja Doris, du siehst doch blendend aus, dir muss es ja sehr gut gehen. Und mir geht's gar nicht gut. Ich weiß auch nicht, warum ich blendend aussehe, wenn es mir nicht gut geht. Und da merke ich auch, dass mich das kann fast übrigens bestätigen. Ja, und das macht mich auch ein bisschen wütend, weil ich immer denke, ich möchte nicht jeden Tag erzählen, dass es mir nicht gut geht. Aber ich möchte auch nicht jeden praktisch immer mich rechtfertigen, wie mir es gerade geht, sondern mir würde viel mehr helfen, einfach ein fröhliches Hallo und wie geht's, wie steht's, wollen wir was zusammen unternehmen und nicht immer festgenagelt zu werden an die Erkrankung. Und das hat sich geändert seit meiner Metastasierung. Mhm. Also es geht alles immer nur, wenn ich gut aussehe, muss mir es doch gut gehen, weil ich doch so eine schwere Erkrankung habe. Mhm. Und das geht mir auf den Keks, ganz ehrlich. Das verstehe ich. Du, es ist ja auch eine unsichtbare Erkrankung, oder? Also ich sage jetzt, wenn man nicht in unmittelbarer Therapie ist, die optisch Symptome hinterlässt, dann ist es unsichtbar weitgehend. Und dann glaubt man oft einmal, ich meine, wie macht man Schmerz sichtbar? Oder wie macht man Einschränkung von Lebensqualität sichtbar? Also wie soll das funktionieren? Ja. Wie ist denn das mit der Stigmatisierung? Nimmst du eine Stigmatisierung wahr? Also wenn du sagst, ich bin eine metastasierte Krebspatientin, einerseits gibt es ja diese Ebene, wo die Leute dann sich schwer tun, das zu verstehen, dass diese Chronifizierung von der Erkrankung, also dass man nicht heilbar ist, oder? Und andererseits, wenn sie es dann einmal kapiert haben, dann haben sie Angst vor dem personifizierten Tod. Also gibt es da aus deiner Sicht, also entspricht das der Realität und wie nimmst du das wahr? Es ist so, du sprichst jetzt als Brustkrebs-Expertin. Du kennst dich aus über die Chronifizierung oder über, dass eben Brustkrebs nicht heilbar ist. Wenn du rausgehst auf die Straße und die Menschen da draußen fragst, da ist die Stigmatisierung nicht metastasierter Brustkrebs, sondern generell Krebs. Mhm. Das Problem ist, die meisten Menschen haben Angst vor Krebs, kennen sich aber gar nicht aus über Therapieoptionen, welche Art von Krebs, sondern man liest da irgendwo draußen in irgendeinem Heftchen beim Friseur oder wo auch immer, ach, da ist wieder der oder die gestorben und das wird auch dann noch dramatisiert. Mhm. Ich denke, die Stigmatisierung bei metastasiertem Brustkrebs erlebe ich nicht, weil die meisten Menschen gar nicht wissen, dass die Erkrankung nicht heilbar ist, sondern ich krieg doch Therapie. Also Doris, dann Kopf hoch, das geht wieder. Und das geht wieder voran. Eigentlich, die Stigmatisierung ist nur vielleicht unter denen, die sich auskennen, wobei die ja nicht stigmatisieren, weil die verstehen ja, worum es geht. Ja. Also ich denke, wenn wir über Stigmatisierung sprechen, dann ist es generell über die Erkrankung Krebs. Und da ist noch viel zu tun. Da müsste man in der Öffentlichkeit noch viel mehr aufklären und deutlich machen, dass Krebs nicht gleich sterben heißt. Ja, weil, und das wiederhole man immer wieder einmal, weil die meisten Krebs überleben und nicht daran sterben. Das muss man echt einmal immer wieder mal tröstend in die Runde rufen, weil das ist oft einmal gar nicht so im Bewusstsein der Menschen. Ja. Wir Patientinnen, die nur an einem frühen Brustkrebs erkrankt sind, haben natürlich genau vor dieser Situation Angst. Und natürlich hat man da auch die Sorge, dass man irgendwann einmal in diesem metastasierten Setting landet, weil
ich sage, diese Wiederholung, also möchte ich nochmal durch diese Therapie durch? Nein. Also, wenn ich mir es aussuchen darf, möchte ich nicht mehr durch die Ängste und nicht mehr durch die Therapie durch. Deswegen habe ich ein bisschen nach dieser Stigmatisierung gefragt, weil ich glaube halt innerhalb der Brustkrebs-Community, dass da vielleicht ein bisschen Angst davor da ist. Würdest du das nicht so sehen? Doch, absolut. Also ich sehe es nicht als Stigmatisierung, sondern ich sehe die Angst. Und die ist ganz normal und natürlich. Ich habe jedes Mal gebibbert vor der Mammographie. Ich habe jeden Kopfschmerz, war nicht mehr ein normaler Kopfschmerz. Jeder Bauchschmerz war nicht. Das ist eben das Problem, was uns begleitet, auch in der frühen Phase. Dass man einfach, wenn man gut aufgeklärt ist und weiß, dass Brustkrebs eben zurückkommen kann oder vielmehr, dass es eben Zellen gibt, die im Körper irgendwo vor sich hin schlummern und irgendwann mal aufwachen können, aber nicht müssen. Warum dem so ist, warum die meisten Frauen gesund bleiben, das wissen wir immer noch nicht heute. Die Forschung ist da immer noch am Rätseln und die Angst ist eigentlich ein ganz normaler Begleiter in unserem Leben. Wir haben Angst vor Unfall, wir haben Angst, dass das Haus abbrennt, wir haben Angst, dass unsere Kinder irgendwas passiert. Also Angst gehört einfach mit zur Gefühlswelt, aber sie ist sensibler bei, wenn man schon mal an Krebs erkrankt ist. Genau. Und wie du auch an frühem Brustkrebs, kann ich mir gut vorstellen, mir ging es genauso. Und wenn dann die Diagnose kommt, metastasierter Brustkrebs, Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe das ziemlich cool aufgenommen, weil ich irgendwo so im Hinterkopf immer dachte, naja, irgendwann könnte es ja passieren. Man bereitet sich gedanklich ein bisschen vor, gell? Richtig, richtig. Aber das heißt nicht, dass ich mein Leben danach, ich habe mein Leben gelebt, ich war aktiv, bin durch die Weltgeschichte gereist, ich habe meinen Sport betrieben, aber so im Hinterkopf war immer mal, wenn irgendwo es gezwickt oder gezwackt hat, dann kam natürlich ein bisschen die Angst, es könnte auch was anderes sein. Und das ist so, Martina, da können wir nicht drum herum reden. Nein, habe ich definitiv nach 12 Jahren immer noch, dass ich erstens einmal jedes Mal dankbar bin. Ich habe übrigens gestern meinen Jahrestag wieder gehabt. Jedes Mal wieder dankbar bin, dass ich gesund sein darf. Und sobald mein Körper irgendein Symptom zeigt, das neu ist, ist einfach diese Angst da. Ich meine, ich sag, man lernt dann mit der Zeit damit umzugehen, glaube ich. Also, und die auch, also quasi zu prüfen, ob das eine berechtigte Angst ist und dann kann man ja was dagegen tun oder ob es einfach so eine Grundangst ist vor dem Universum, hätte ich bald gesagt. Wie gehst denn du mit deinen Ängsten um? Was machst denn du? Wenn ich Angst habe, habe ich verschiedene Strategien. Bei mir ist eine ganz wichtige Strategie Bewegung. Ja, also ich wohne ja am See und wenn ich Probleme habe oder Ängste, wie auch immer, wenn ich am See entlang gehe, die versenke ich dann im Wasser. Also ich bewältige viel über Bewegung und jetzt kommt aber das Problem bei mir, so viel Bewegung ist durch meine Lungenmetastasen und Knochenmetastasen eben nicht mehr möglich. Also habe ich eine neue Strategie entwickelt, wie ich trotz der Problematik meines Körpers, dass ich trotzdem mich bewege. Und für mich ist wichtig, dass ich jeden Tag, ich bin sehr, sehr geizig mit Zeit verschenken, aber ich mag nicht mich von der Angst diktieren lassen. Also die Angst ist da, die begleitet mich jeden Tag. Wenn es irgendwo mehr mal wehtut, oder ich mich eben schlechter fühle, dann ist sie da. Aber dann überlege ich mir, was kann ich machen heute, damit ich nicht jetzt da gefangen bin und da sitze und mich dieser Angst hingebe. Und dafür ist Bewegung für mich sehr, sehr wichtig. Ja. Und so hat jeder unterschiedliche Strategien. Man muss sie nur kennen und wissen. Ja, für mich ist Bewegung auch der Schlüssel zu allem. Ich finde, man kann sich Probleme auch rausspazieren. Es löst nicht das Problem, aber es nimmt diese Spitze weg, oder? Also man kann, also dass einfach dieses Gefühl aus dem Körper mal kurz rausgeht. Ja. Also generell, allein wenn du irgendwo sitzt, sei es am Schreibtisch oder auf dem Sofa oder wo auch immer, und jetzt
kommt irgendwie so ein plötzlich so ein negativer Gedanke oder so ein Angstgefühl. Allein das Aufstehen und an einen anderen Ort gehen, das hilft schon. Also wenn man zum Beispiel jetzt sagen würde, oh Gott, je, ach, ich habe ja noch Wäsche unten in der Waschküche zum Beispiel. Ja. Ist das ein guter Weg, da jetzt raus aus diesem, aus dieser Angst und dann lieber die Wäsche aufhängen, weil man kommt ganz anders aus der Waschküche. Also ich erlebe es bei mir wieder zurück. Und freue mich, gestern habe ich zum Beispiel gebügelt. Ich habe gestern keinen guten Tag gehabt, habe mich nicht gut gefühlt und war so ein bisschen, naja, gut, Gott sei Dank gibt's ja. Ich bin absoluter Streaming-Fan und schaue sehr, sehr gerne Filme an oder Serien. Und das war gestern so ein Tag, dann dachte ich, nee, aber nur rumsitzen ist auch nichts. Und dann habe ich gebügelt. Und dieses hinterher praktisch aus meiner starren Angstzustand raus und dann gebügelt. Ich war so stolz auf mich, war ein Riesenberg weg. Und so sind es einfach Strategien, die, wie wir mit unserer Erkrankung so im Alltag uns durchwursteln. Anders ist, geht's nicht. Wir haben geredet über Ängste, über Coping-Strategien, grundsätzlich über Progress. Vielleicht wollen wir mal, wir haben jetzt das Thema schon mehrfach gestreift, aber vielleicht tauchen wir da ein bisschen mehr ein. Warum, glaubst du, Doris, ist Mündigkeit von Patienten und Patientinnen so extrem wichtig? Du benutzt das Wort Mündigkeit. Was heißt das überhaupt, mündig, wenn man sich das mal überlegt? Dass ich von einer Sache, mit der ich mich auseinandersetze, was verstehe. Und Mündigkeit im Bereich Erkrankung und jetzt wie bei uns Brustkrebs, verstehe ich, dass ich von der Erkrankung was verstehe. Denn Mündigkeit heißt ja reden, etwas zu sagen zu haben. Und wenn ich die Erkrankung nicht verstehe, dann kann ich ja eigentlich auch nichts sagen. Ich kann auch nicht in der Therapieentscheidung mitreden oder ich kann auch nicht Vorschläge machen, was man eventuell anders machen könnte. All das ist, sehe ich unter Mündigkeit. Das heißt, dass ich für mich mit meiner Erkrankung Verantwortung übernehme. Das verstehe ich unter Mündigkeit. Ja, ist schön erklärt. Was glaubst du, wie erlangt man Mündigkeit? Wie habe ich, da muss ich zurückgehen und gucken, wie habe ich Mündigkeit gelernt, denn ich habe es wirklich von Anfang an lernen müssen, denn ich wusste nicht mal, wie man Mammakarzinom schreibt. Ich wusste vor 25 Jahren nicht, was Onkologie heißt. Ich wusste nichts. Das heißt, ich habe mich auf den Weg gemacht, habe mir Literatur, und das war damals vor 25 Jahren noch richtig anstrengende Arbeit. Da gab es noch kein Internet, wo man schnell reingucken konnte, keine tollen Websites, auch von den Patientenorganisationen. Das gab es alles nicht. Und da habe ich mich auf den Weg gemacht und dann eben erstmal, um zu erfahren, was ist denn das für eine Erkrankung? Und so ist, bin ich praktisch, ja, so wie man Fahrrad fahren oder schwimmen lernt, so einen Schritt nach dem anderen und von einem Erfolgserlebnis zum anderen. Ich fand das einfach spannend zu erfahren, was ist das für eine Erkrankung, weil das hat mich auch entlastet. Ich habe gelernt, was man alles machen kann, welche Möglichkeiten es gibt, auch mit Angst umzugehen, welche Möglichkeiten der Therapie es gibt. Und das hat mir natürlich jetzt viel Vorteil gebracht, nachdem ich dann eben Metastasen entwickelt habe, weil ich wusste und auf vielen, von vielen Kongressen natürlich, auf die ich gehe, wusste, dass es viel, viel bessere Therapieoptionen gibt, als es noch vor 25 Jahren gab. Ja, wirklich. Ich meine, ich höre die erzählen und dann stelle ich mir die Frage, oder zumindest habe ich da ganz klar eine Meinung dazu, wenn man zur Patientin wird, das entscheidet man ja nicht selber. Aber man kann ja sehr schnell danach entscheiden, dass man diese Rolle, die man als Patientin einnehmen kann oder soll, dass man die lernen muss. Oder siehst du das auch so?
Lernen, Patientin zu sein, das ist ein ganz, ganz wichtiges Stichwort. Denn gerade im metastasierten Bereich, die Erkrankung schreitet ja irgendwann irgendwie voran. Das heißt, irgendwann kommt mal eine Phase im palliativen Setting, wo es einem nicht gut geht. Und auch das ist wichtig, dass ich dann auch dazu stehe, dass es mir nicht gut geht und dass ich dann gucke, wer hilft mir jetzt in dieser Phase. Also ja. Jetzt nicht so, wie ich immer noch versuche, ich bin stark, ich schaffe das alles, ich packe das alles, sondern auch mal wirklich zu sagen, im Moment packe ich gar nichts und schaffe ich gar nichts. Und da merke ich, da ist bei mir auch noch ein Lernprozess, da habe ich noch viel Nachhilfe nötig. Aber ich merke bei mir, wenn es mir mal nicht gut geht, dass ich dann wirklich brauche Menschen, die sich um mich kümmern, nicht vor allem meine behandelnde Ärztin, dass ich nicht meiner Ärztin sage, was ich jetzt als Therapie vorschlage, sondern dass ich auch das Gefühl habe, die kümmern sich um mich. Und vor allem die Selbsthilfe, die Patientenorganisation ist ein ganz wichtiger Faktor, weil hier habe ich Menschen, die mich absolut verstehen, die eventuell schon weitere Schritte gegangen sind, mehr Erfahrung haben, als ich es bis jetzt habe und mir eventuell helfen können mit dem Fortschreiten der Erkrankung, mit Nebenwirkungen, mit Angst zum Beispiel umzugehen. Also die Selbsthilfe, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der noch viel zu wenig genutzt wird. Ja, wirklich. Also gerade im Hinblick auf die Mündigkeit ist ja die Selbsthilfe der erste Weg, wo man hingeht, oder? Dieses Wissen und die Erfahrung aus der Praxis, also der erste Weg nach dem behandelnden Personal natürlich, aber der erste Weg, um sich einfach auch wirklich Praxiswissen abzuholen, oder wie siehst du das? Ja, das Praxiswissen, wie gehe ich mit der Erkrankung um? Ich erinnere mich noch, Martina, als ich bei meiner ersten Diagnose informiert wurde über Selbsthilfe und Patienten. Nee, es war damals Selbsthilfe. Und damals habe ich ganz hochmütig gesagt, das brauche ich nicht. Ich brauche keinen Mädchenkreis mit Kerze in der Mitte, weil so war das Image damals von der Selbsthilfe. Diese professionelle Patientenorganisation, die es heute gibt, die wirklich auch fachlich sehr, sehr gut informieren können, das gab es in dem Sinne nicht. Und deswegen, ich habe auch viel dazu gelernt, bin von meinem hohen Ross runtergekommen, bin ja auch jetzt aktiv selber in Selbsthilfe tätig und merke eben, wie wichtig das ist und wie es angenommen wird. Aber ich wünschte mir, wir könnten da noch weiter die Botschaft ausbreiten, dass das eine ganz große Hilfe sein kann in der Bewältigung des Alltags. Und dass ich mir wünsche, dass keine frisch diagnostizierte Patientin so hochnäsig ist wie ich und so unter dem Motto, das brauche ich nicht. Denn an Krebs zu erkranken ist wirklich eine schwierige Lebensphase und die zu bewältigen, da sollte man sich alle Hilfe von anderen Menschen, die da Erfahrung damit haben, holen. Schön gesagt. Das kann ich nur unterstützen. Sag einmal, du bist ja offensichtlich eine mündige Patientin. Was hat dir denn die Mündigkeit gebracht? Oh, viel. Oh, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, Martina. Die Mündigkeit hat mir gebracht, einmal für mich selber, dass ein Arztgespräch total anders verläuft, als es noch vor vielen Jahren verlaufen ist. Ich gehe sehr gut vorbereitet in das Gespräch. Ich getraue mir auch, meiner Ärztin zu widersprechen, wenn ich es anders sehe. Das akzeptiert sie auch. Aber die Mündigkeit hat mich eigentlich wirklich aktiv werden lassen. Ich stelle mich heute hin, wenn ich zum Beispiel politische Aktionen nicht akzeptiere, dann stelle ich mich hin und sage das auch offen und laut. Ich versuche heute in der Hinsicht auch wirklich darauf aufmerksam zu machen, wie es in unseren Kliniken aussieht, wie es in puncto generell im Umgang mit
Krebspatienten aussieht. Ich erlaube mir einfach kritisch mich hinzustellen und Dinge einfach anzusprechen, die, wo ich meine, die gehen in die falsche Richtung. Ja, du sprichst jetzt da die Interessensvertretung an, gell? Da kommen wir nochmal gesondert hin. Aber wenn wir jetzt nochmal, wir bleiben nur ganz kurz bei dir als Patientin, dann gehen wir auf die Interessensvertretung ein. Das heißt, was hat der Mündigkeit gebracht? Du hast gesagt, du bist in der Kommunikation mit Healthcare Professionals, kannst du dich ganz anders verhalten, sage ich jetzt einmal. Du hast auch gesagt, das hat sich im Laufe der Zeit auch verändert. Blöd gefragt, Mündigkeit ist ja was Anstrengendes. Will man immer mündig sein? Will man immer mündig sein, ist deine Frage. Nein, nicht immer. Ich will mich auch mal fallen lassen. Und das habe ich jetzt gemerkt, so in den, seit ich eben metastasiert bin, dass ich manchmal selber mit mir im Dialog bin, und zwar im Kritischen, und dass ich sage, ich muss nicht immer bestens vorbereitet mit den neuesten Therapieoptionen zu meinem Arzt gehen. Ich möchte mich auch, und ich sage das immer so bildhaft, ich möchte mich auch mal auf den Schoß bei meiner Ärztin setzen und sagen, mir geht's ganz schlecht und ich weiß eigentlich jetzt im Moment nicht, wie ich gerade mit diesen Beschwerden weitermachen soll. Und da bin ich mir mit meiner Mündigkeit manchmal im Weg. Also, mündig sein ist richtig, aber auch mal schwach sein, auch mal fallen lassen und sagen, ich kann im Moment nicht, mir fällt auch nichts ein, mir geht's einfach nur schlecht. Auch das gehört dazu, das zuzulassen. Ich glaube, so gibt es eine Korrelation zwischen Therapiemüde und mangelnder Mündigkeit. Also, weißt du, dass man irgendwann einfach aufgrund von lang andauernder Therapie einfach sagt, hey, ich mag jetzt auch mal nicht mehr. Dass man mal müde wird in der Therapie, das erlebe ich fast jeden Monat, nee, fast jede Woche. Weil ich bin ja unter Therapie, ich schluck ja jeden Tag die Tabletten mit all den Nebenwirkungen, die halt mal mehr, mal weniger sind. Und ich merke bei mir, dass ich auch tatsächlich manchmal überlege, lohnt sich das dann? Ist denn der Aufwand wirklich, ist es denn wirklich so, dass ich noch so viel Zeit dadurch gewinne? Ich komme schon ins Grübeln und verhandle dann mit mir selber, dass ich mir sage, ach, ich weiß nicht, vielleicht sollte ich auch aufhören, vielleicht ändert sich gar nicht viel. Das ist ein täglicher Dialog mit sich selber. Und wie verschaffst du dann Orientierung, wenn zum Beispiel neue Therapien etc., weil du sagst ja, du musst ja dann selber oft einmal, weil du kommst dann selber mit Vorschlägen bei deinem ärztlichen Personal an und so. Wie orientierst du dich und wie schaffst du da einen Überblick? Ich verschaffe mir den Überblick über die Kongresse, über meine medizinischen Verteiler, über die Advisory Boards, über die Kommunikation mit anderen, über Patientenorganisationen. Wir haben die Möglichkeit heute über Podcasts, wir brauchen nur noch ins Internet zu gehen und ich kriege eine Fülle von Informationen. Ich habe manchmal Sorge, wir kriegen fast zu viel Informationen. Ich kann mir vorstellen, eine Brustkrebspatientin, die ganz neu diagnostiziert ist, wenn die da einsteigt, dass sie erstmal am besten wieder aussteigen möchte, weil das zu viel ist. Deswegen auch an uns, Martina, die wir aktiv sind, müssen wir uns auch immer wieder die Frage stellen, wo ist zu viel? Ja, wann ist zu viel? Ja, das stimmt, ja. Also wenn man sich die Frage stellt, was kommt für mich in Frage, wie beantwortest du dir das? Also an was für Parametern misst du das? Also gerade Lebensqualität versus Lebensdauer. Wie schauen zukünftige Therapieentscheidungen aus? Also was ist da für dich relevant? Also wenn du vergleichst Lebensqualität und Lebensdauer, das ist unterschiedlich. Ich glaube, das habe ich unterschiedlich erlebt im Frühen. Bei frühem Brustkrebs und bei metastasiertem ändert sich das. Und da gibt's auch tatsächlich Daten dazu. Ich bin ja, wie du weißt,
im Vorstand der einzigen Brustkrebs-Biobank, die von Patienten geleitet wird, PATH. Und ich habe eine Umfrage gemacht und da kam also raus, dass Frauen mit frühem Brustkrebs, denen ist wichtig die Lebensqualität und das Überleben. Während die Frauen mit metastasierter Erkrankung, denen war ganz wichtig, dass der Progress gestoppt wird, dass die Krankheit nicht voranschreitet. Und die sind auch bereit, etwas weniger Lebensqualität zu ertragen, weil sie wissen, dass die Erkrankung eben chronisch, wie man heute sagt, also nicht heilbar ist. Und für sie eben ganz, ganz wichtig ist, dass sie so lange wie möglich diesen Progress rausschieben und da auch bereit sind, dann eben mit Nebenwirkungen stärker umzugehen. Gilt das für dich auch? Das gilt für mich absolut. Mhm. Für mich ist ganz klar, wenn ich meine Lebensqualität angucke an manchen Tagen, da denke ich, naja, viel ist heute nicht übrig. Aber mein Wille, noch so viel zu machen und zu tun, ich habe noch so viele Pläne und Ideen, was ich alles noch gerade jetzt im Bereich Brustkrebskommunikation, Selbsthilfe und so weiter tun kann, dass mich das, also wie Münchhausen, packe ich mich am Zopf dann und ziehe mich raus, obwohl ich jetzt keinen Zopf mehr habe, den ich ja durch Chemotherapie hergeben musste. Aber ich sagte, was die kurzen Haare schauen großartig aus. Will man nicht hören, in dem Moment wird es keine freiwillige Entscheidung, aber es steht einfach super. Diskrepanz zu den Angehörigen. Was wünschst du dir von dir selber und was wünschen sich deine Angehörigen von dir? Also gerade wenn es um Lebensqualität, Lebensdauer etc. geht, was glaubst du, wo entsteht da eine Diskrepanz? Es ist eine ganz schwierige Frage, Martina. Ich überlege gerade, ich kann ja nur von mir aus sprechen. Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt im vierten Jahr der Metastasierung. Ist ja auch eine gute Nachricht. Mit Pleurakarzinose, Lungenmetastasen und Knochenmetastasen bin ich jetzt im vierten Jahr. Also gute Nachricht an alle, die da draußen eventuell im selben Boot sitzen wie ich. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass mein Umfeld, auch meine Familie, meine Freunde eigentlich erwarten, ja, dass ich ja mein Leben jetzt weiterlebe und so. Ich habe den Eindruck, dass sie groß jetzt sich mit meiner Erkrankung auseinandersetzen wollen, eigentlich nicht wollen. Sie freuen sich alle, wenn ich sage, mir geht's gut und ich merke jetzt bei mir, dass ich anfange zu schwindeln. Auch wenn es mir nicht gut geht, dass ich dann trotzdem sage, mir geht's gut, weil ich einfach das spüre, denen geht's besser, wenn es mir gut geht. Und ich weiß nicht, da bräuchte ich vielleicht jetzt Hilfe, wie man damit umgeht, dass ich da auch mal mich fallen lasse und sage, mir geht's nicht gut. Aber gerade bei meiner Familie, die ja sehr, sehr limitiert jetzt ist, da ich ja auch keinen Partner mehr habe, mein Mann ja gestorben ist, aber bei meinen Kindern, vor allem bei meiner Enkeltochter, die sehr, sehr an mir hängt, da habe ich das Gefühl, ich darf da nicht zu tief ins, ich fühle, mir geht's nicht gut, weil sie dann Angst kriegt und ich möchte nicht, dass sie Angst hat. Also ja, auch hier so ein Thema, schwierig. Was gibt dir dann Mut und Zuversicht, dass du nach vorne schauen kannst? Das Leben ist wunderschön. Wir haben einen herrlichen Sommer hinter uns. Leider regnet es heute hier am See. Aber ich brauche nur aus dem Fenster zu gucken und zu schauen, was alles da draußen schön ist. Das Leben ist schön und es ist lebenswert, auch mit kleinen oder mehreren Minuspunkten. Ich bin, glaube ich, so gestrickt. Ich werde das oft gefragt. Das ist eigentlich die häufigste Frage, die Menschen mir stellen. Wie schaffen Sie das, so zu sein, wie Sie sind? Und ich habe leider kein Rezept. Es ist so, ich habe mich entschieden, ja, möglichst positiv nach vorne zu gucken. Auch wenn es manchmal nicht so positiv ist. Kann ich nachvollziehen.
Ich habe das Gott sei Dank auch immer gehabt. Ich glaube, das ist oft einmal so einfach eine Anlage, die man in sich selber auch trägt, oder? Ob man das leichter kann oder ob einem das leichter fällt oder ob es schwieriger ist. Oder vielleicht auch einfach eine Frage von Resilienz, ob man sich da selber schneller mal helfen kann oder nicht. Lass uns endlich einmal in die Interessensvertretung schauen. Wir müssen nachher nochmal ganz kurz dich nochmal gescheit vorstellen lassen, weil du hast ja eigentlich dich vorgestellt als Doris und metastasierte Brustkrebspatientin und du bist ja noch viel mehr. Also lass uns einmal schauen von dieser Mündigkeit auf allen Ebenen, dass wir mal von der Patientin auf die Patientinnenvertretung schauen. Du hast im Vorgespräch gesagt, wenn wir uns über das Ganze unterhalten, dann fehlt uns aber noch der kritische Blick der informierten Patientinnen-Expertin über die heutige Situation im Gesundheitssystem. Was fehlt uns da? Was fehlt uns im Gesundheitssystem? Die Vertretung durch Patienten, weil die wissen es doch, wo die Probleme sind. Und wir sind nicht vertreten. Wir sind im Kleinen sind wir vertreten. Aber wirklich, dass Patientenexperten am runden Tisch sitzen mit allen Stakeholdern, weil sie die Szene kennen, weil sie wissen, was schwierig war. Wir haben Corona hinter uns. Ich meine, da haben wir es hautnah, vor allem die metastasierten Patienten, hautnah erlebt, in welchem Risiko wir gesteckt haben, welche Angst da hochgekommen ist und was ist passiert? Wie hat man das aufgearbeitet? Sitzen jetzt mehr Patientenvertreter am runden Tisch? Nein. Das heißt, es wird über Patienten entschieden. Nimm mal das Thema Datensicherheit. Ich kann es nicht mehr hören, dass wir immer noch Gesundheitsdaten schützen müssen. Nein, wir brauchen die Gesundheitsdaten, um Menschen zu beschützen mit einer schweren Erkrankung. Lass uns einmal nochmal diese Mündigkeit auf allen Ebenen anschauen. Also du sagst, es braucht eine Interessensvertretung. Patientinnen und Patienten müssen an den Verhandlungstisch. Lass uns das ein bisschen strukturieren. Warum müssen Patientinnen und Patienten an den Verhandlungstisch? Weil Patientinnen und Patienten sich in der Erkrankung auskennen, und zwar in ihrer Erkrankung. Es müssen Entscheidungen getroffen werden, zum Beispiel bei Medikamentenzulassung. Da müssen Patienten mit entscheiden können, aber das können nur Patienten sein, die sehr, sehr gut ausgebildet sind, die auch sachlich die Erkrankung beschreiben können und erkennen können. Also es geht nicht darum, dass ich als Patientin da an den runden Tisch und von mir erzähle, was ich gerne möchte, sondern es geht um die Erkrankung abstrakter zu betrachten und wirklich da, wo Dinge falsch laufen, zum Beispiel, wir haben immer größeren Personalmangel in den Kliniken, wir haben immer mehr Probleme in der Aufklärung bei Patienten, dass man da dann eben die Situation beschreibt, dass man da beschreibt, warum sind Gesundheitsdaten, also so in der Fachsprache Real World Data, also die reale Welt, so wie sie da draußen ist, dass die Daten eben besprochen werden. Wie kommen Patienten, Krebspatienten zum Beispiel, mit ihrer Erkrankung zurecht? Was fehlt? Was benötigen sie? Das müsste viel, viel stärker in die politische Entscheidung mit einfließen. Ja, also es geht ja auch noch einen Schritt weiter, oder? Wir wollen ja auch deswegen eine öffentliche Berechtigung haben, um auch wirklich bei Forschung und Entwicklung mitarbeiten zu können, oder? Also vielleicht magst du mal erzählen, ab wann das dann sinnvoll wäre, dass Patientinnenbeteiligung stattfindet und warum? In die Forschung, in die klinischen Studien gehören Patienten natürlich, klar, an denen wird ja geforscht, aber Patientenexperten, die gehören in die Forschung und zwar in eine klinische Studie in dem Moment, wenn das Protokoll erstellt wird. Und das gibt es bei uns in Deutschland so gut wie gar nicht. In Deutschland ist auch das Problem,
wo stehen wir in puncto klinische Studien heute? Und wenn wir das mit anderen Ländern vergleichen. Wo stehen wir? Sehr weit hinten. Das heißt, wir sind inzwischen auf Platz 5 angekommen. Spanien hat uns überholt. Also ich habe jetzt die Zahlen nicht akkurat im Kopf. Aber in puncto klinische Studien sind wir zurückgerutscht. Und globale Studien laufen gut mit der Unterstützung auch von der deutschen Forschung. Aber ich habe den Eindruck, dass wir da zu wenig Mitspracherecht haben. Beispiel eine globale klinische Studie, da sind oft auch Patientenexperten mit drin, aber in der Regel kein Patientenexperte oder Expertin aus Deutschland. Und die Situation im Gesundheitswesen in Deutschland ist eine andere eventuell als in Spanien, Italien oder in den USA oder in Kanada. Da wünsche ich mir noch viel, viel mehr. Es wird aber auch viel getan. Ich bin ja in verschiedenen Gremien drin, wo wir überlegen, wie können Patientenexperten besser und schneller in klinische Studien aufgenommen werden, um beratend auch tätig zu sein. Ja. Sag nochmal, wo bist du genau involviert? Du hast vorher PASS ganz kurz angesprochen. Das heißt, also wenn du jetzt als Patientinnen-Expertin, als qualifizierte Patientinnen-Stimme von dir redest, was machst du in dem Kontext? Die Stiftung PATH ist ja eine Biobank, die Brustkrebsgewebe sammelt und zwar gespendet bekommt von Patientinnen. Wir kooperieren mit 6 Kliniken zusammen, Brustkrebszentren, die diese Aufgabe übernehmen, die Patientin aufklären, die Pathologie sorgt für das Gewebe und wir frieren das Gewebe ein und wir haben die entsprechenden Daten. Und durch diese, wir haben inzwischen 12.000 Frauen in PATH und wir haben also sehr, sehr viel Gewebe, das wir der Forschung zur Verfügung stellen. Das ist meine, deswegen bin ich eben auch etwas tiefer eingestiegen in den Bereich Tumorbiologie, weil das ein spannendes Thema ist und wir natürlich, wenn wir Forschungsanträge haben, ja als Vorstand mitentscheiden müssen. Wir sind zu dritt. Wir müssen mitentscheiden mit unserem wissenschaftlichen Beirat, mit unserem Kuratorium, welches Forschungsprojekt unterstützt wird. Und das ist für mich natürlich auch ein großer Lerneffekt, wo ich auch sehr, sehr viel gelernt habe über das Thema Brustkrebs. Und warum hast du gesagt, du musst dir auf politisch, also was war dein persönlicher Antrieb zu sagen, du musst dir im Bereich der Interessensvertretung weiter und mehr engagieren? Also was ist dein persönliches Ziel? Ich glaube, das hat sich in den Jahren ergeben, wenn ich gesehen habe, zum Beispiel, dass ein Medikament zugelassen werden sollte, wo ich die Studiendaten kannte und wusste, wie gut das Medikament ist und wie ich dann miterleben musste, wie es fast nicht auf den deutschen Markt gekommen wäre, wegen Kosten, Verfahrensprobleme, Zulassungsverfahrensprobleme, Zusatznutzenbewertungen. Richtig, das Wort ist mir jetzt gerade nicht in den Kopf gekommen. Also weil mir aufgefallen ist eben, dass in der Zusatznutzenbewertung eben die Patientenstimme fehlt. Wenn zum Beispiel es nur um den Preis geht und jetzt zwischen Industrie und IQIC, wie es in Deutschland ist, und GBA. Wenn es darum nur geht, zu vergleichen, wie mit einem Medikament, das es schon seit Jahren gibt, mit einem innovativen neuen Medikament. Und wenn da eben die Politik sagt, der Zusatznutzen, den sehen wir nicht, ich aber aufgrund der Daten, die ich in der Studie sehe, welchen Nutzen das hat, zum Beispiel in puncto progressionsfreiem Überleben, aber der GBA nur auf allgemeines Überleben schaut, dann ist für mich als Patientenvertreterin sehe ich, hier wird etwas falsch gesehen und hier wird meine Stimme nicht gesehen. Was bedeutet es für mich als metastasierte Patientin, wenn ich den Progress aufhalten kann? Das hat für mich einen erheblichen Zusatznutzen.
Und insofern, Gott sei Dank, wurde das Medikament dann trotzdem zugelassen, weil dann die Firma mit dem Preis runtergegangen ist. Aber das geht an uns, an den meisten Patienten vorbei. Und deswegen finde ich, Patientenvertretung gehört viel stärker auch in diesen Bereich. Wenn du nochmal ganz zurückgingest an den Anfang, was gibt es oder gibt es was du anders machen würdest mit dem heutigen Wissen? Ich glaube, ich würde nichts anders machen, weil ich genau in da rein eingestiegen bin, wo es mangelt, wo es immer noch mangelt, in die Arzt-Patienten-Kommunikation. Da fängt alles an, praktisch die, wo Patienten sich einbringen, wo Patienten ihre Erkrankung ernst nehmen. Und da würde ich nichts anders machen. Ich würde eventuell, um das alles etwas schneller zu machen, würde ich mir noch jemand suchen, und zwar ein technisch begabten Menschen, der mir hilft, eine Webseite aufzubauen, der mir hilft, eventuell eine Agentur aufzubauen, dann hätte ich nicht so lange gebraucht. Also ich habe sehr, sehr viele Jahre mich durchkämpfen und wursteln müssen, durchreden müssen, durchverhandeln müssen, dass ich dann letztendlich so gehört werde, wie ich heute. Das hätte man schneller machen können, aber hinterher ist man immer schlauer. Aber generell so der Einstieg, anderen deutlich zu machen, wie wichtig es ist, sich selber einzubringen und den Mund aufzumachen und zu sagen, was ich brauche, was ich will. Ich glaube, das war genau richtig. Doris, schön, dass du bei uns warst und dein Wissen mit uns geteilt hast. Ich danke dir. Es war mal ein Seelenfest, wirklich. Danke, danke und liebe Grüße an alle da draußen und alles, alles Gute. Ja, schön, dass du bei uns warst und dein Wissen geteilt hast. Ich sage auch danke an dich da draußen und schön, dass du uns bis zum Ende des Gesprächs gelauscht hast. Wenn du uns heute das erste Mal zuhörst, dann sei doch so lieb und abonniere unseren Podcast. So bekommst du immer eine Information, wenn eine neue Folge erscheint. Und wenn du noch mehr zum Leben mit Krebs wissen willst, dann findest du unsere Webseite auf www.influcancer.com. Mein Name ist Martina, ich sage danke für deine Zeit und ich freue mich schon sehr auf die nächste Begegnung. Alles Liebe und bleib gesund!